Und jetzt ein Beispiel. Und selbst wenn ich einen ganz, ganz kleinen Automaten nehme mit nur drei Zuständen, wird das schon relativ schnell keinen Spaß mehr machen, aber ich mache es trotzdem mal. So, natürlich, wir werden das jetzt gemeinsam durchexerzieren. Natürlich geht es hier nicht darum, einen Weg zu finden, wie man sowas von Hand macht bei kleinen Automaten. Ich denke, wir kennen inzwischen Automaten gut genug, um sofort zu sehen, was der macht. Bei diesem Automaten muss eine Null kommen und danach ist es egal, was kommt. Also dieser Automat akzeptiert alle Wörter, die mit Null anfangen. Punkt. Da gibt es überhaupt nichts weiter darüber zu reden. Und das kann man natürlich auch locker als regulären Ausdruck hinschreiben. Vielleicht ist Ihnen das inzwischen auch schon geläufig genug, um zu sehen, das entspricht diesem regulären Ausdruck. Irgendwas mit 0 und 1 sieht ja so aus und es muss mit 0 anfangen. Also müsste nachher das hier rauskommen. Allerdings Vorsicht, wir haben ja gesehen, es gibt verschiedene reguläre Ausdrücke, die dieselbe Sprache beschreiben können. Das heißt, der Ausdruck, den wir jetzt mit dieser konstruktiven Methode rausfinden werden, ist eventuell ein anderer. Aber wichtig ist ja nur, dass wir einen rausbekommen und dass er dieselbe Sprache beschreibt. Das muss nicht genau der gleiche sein. Und stellen Sie sich einfach vor, dass bei diesem langweiligen Vorgang, den wir jetzt machen, nicht Sie das machen, sondern ein Programm das macht und wie das laufen würde. Erster Schritt. Die Sprache, die von diesem Automaten akzeptiert wird, ist in diesem Fall, weil es nur einen akzeptierenden Zustand gibt, ganz einfach hinzuschreiben. Alle Wörter, die im Zustand 1, also im Startzustand, anfangen, die im Zustand 2 aufhören, es gibt ja nur einen akzeptierenden Zustand, und bei denen als Zwischenwerte höchstens Zustände drankommen, die bis maximal 3 gehen, weil es mehr ja gar nicht gibt. Also unser Job ist jetzt eigentlich nur noch, dieses Ding zu zerlegen. Das ist ganz simpel. Ja. Und jetzt können wir einfach nach der Regel vorgehen, die wir da hingeschrieben haben. Wir müssen jetzt gar nicht mehr nachdenken. Das ist auch wichtig. Immer wenn Sie sich überlegen, ob man irgendwas programmieren kann, müssen Sie zwischendurch bei den Zwischenschritten überlegen, muss ich da eigentlich noch nachdenken? Wenn Sie noch nachdenken müssen, ist Ihr Programm noch nicht fertig. Also wenn Sie so weit sind, dass Sie das eigentlich mechanisch abrollen können, dann können Sie ein Programm draus machen. Und wir können jetzt das mechanisch abrollen, weil Sie jetzt einfach diese Formel hier oben nehmen können. Entweder sieht es so aus oder es sieht so aus. Was anderes kann gar nicht sein. Also, wenn ich das hier jetzt übersetze, dann heißt das, dieses hier ist das gleiche wie entweder bin ich von 1 nach 2 gekommen und musste nur Zustände bis maximal 2 benutzen, oder ich musste zwischendurch bei der 3 mal sein. Also, das würde dann bedeuten, ich musste erst zur 3 gehen, zwischendurch aber nur Zweierzustände. Dann bin ich eventuell von der 3 zur 3 gegangen, zwischendurch aber nur Zweierzustände. Vielleicht habe ich das auch mehrfach gemacht. Und dann bin ich ein letztes Mal von der 3 zur 2 gegangen, zwischendurch aber nur Zweierzustände. Und das Ganze schreibe ich vorsichtshalber in Klammern. Das sind die beiden Alternativen, die wir uns da eben hingemalt haben. Und Sie sehen, wir sind leider noch lange nicht fertig, weil wir jetzt eigentlich nur geschafft haben, dass wir aus der 3 hier Zweien gemacht haben. Jetzt müssen wir aus all diesen Zweien hier Einsen machen. Und dann müssen wir aus all den Einsen Nullen machen. Und jeweils wieder mit so einem Schritt. Und wenn ich das jetzt alles hinschreibe, dann stehen wir morgen noch hier. Darum werden wir jetzt zwischendurch ein bisschen abkürzen. Aber Ihr Computer muss das ja nicht. Der kann jetzt einfach weitermachen. Der nimmt sich jetzt jeden einzelnen von diesen Termen vor und zerhackt die immer weiter, bis am Ende nur noch Nullen überall stehen. Und zwischendurch kommen lauter solche Zeichen vor wie Vereinigung, Konkatenation, Klinstern, aus denen er dann reguläre Ausdrücke machen kann. Wir müssen jetzt aber ein bisschen cleverer rangehen, damit wir nicht so viel Arbeit haben und uns überlegen, was da eventuell alles so wegfallen könnte. Also, von 3 nach 3 gehen und zwischendurch nur Zustände annehmen, die höchstens Zustand 2 sind. Gucken wir uns mal den Zustand 3 an. Das ist jetzt, also das ist jetzt das, was Ihr Rechner schon nicht mehr machen würde, aber wir machen das jetzt mal. Also ich meine jetzt den hier.
Wie komme ich denn von 3 nach 3? So das, ja? Ja, und noch was? Mit dem leeren Wort, ne? Weil ich ja beim selben Zustand bleibe. Nicht vergessen, hier den Stern ranzumachen. Wie komme ich von 1 nach 3, so dass ich zwischendurch... Das Schöne ist, wir können an dem Bild ja immer sehen, wie wir da hinkommen. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt das, was wir als Menschen machen, nicht unser Computer. Also dieser hier. Wie komme ich von 1 nach 3, mit welchen Wörtern oder mit welchen Buchstaben, so dass zwischendurch keine Zustände angenommen werden, die 2 oder größer sind? Nur mit der 1, ne? Das darf ich nicht vergessen. Und jetzt hier, wie komme ich von der 3 zur 2? Gar nicht. Ne? Man sieht an dem Bild, dass es gar keine Möglichkeit gibt, von der 3 zur 2 zu kommen. Das hätte ich gleich als erstes machen sollen. Hier kann ich die leere Menge hinschreiben, weil es keinen Pfeil gibt, auch keinen Weg, nicht nur im einzelnen Pfeil, sondern es gibt überhaupt keine Möglichkeit, von der 3 irgendwie zur 2 zu kommen. So, dieser ganze Ausdruck hier, der hier steht, der ist uns für uns als Menschen jetzt schon völlig klar. Nämlich, was kommt hier raus? Irgendeine Sprache konkateniert mit irgendeiner anderen Sprache, konkateniert mit der leeren Menge. Da kommt die leere Menge raus. Konkateniert, irgendwas mit der leeren Menge konkateniert, ist immer die leere Menge. Also dieses hier ist einfach die leere Menge, was uns ja anschaulich irgendwie schon klar war. Das, was hier jetzt steht, bedeutet mit anderen Worten nur, wenn wir mal bei der 3 sind, dann sind wir sowieso, kommen wir sowieso nicht mehr weg. Ja? Aber wichtig nochmal für Sie ist, Ihr Computer hätte das anders gemacht. Ihr Computer wäre mit diesen 3 Mengen so umgegangen, wie wir jetzt mit der Menge R122 umgehen werden. Wir werden die nämlich jetzt wieder weiter zerlegen. Also hier schreibe ich einfach mal mit, 122. Um die haben wir uns noch gar nicht gekümmert. Das heißt, weil hier ja die leere Menge steht, müssen wir uns nur noch um die kümmern. Und jetzt machen wir nämlich das gleiche Spielchen wieder. Wir zerlegen die wieder in ihre Einzelteile. R122 heißt, ich gehe von der 1 zur 2 und benutze nur Zwischenstände bis maximal 1. Oder ich gehe von der 1 zur 2 und benutze zwischendurch aber Zustände, die kleiner sind. Bleibe dann eventuell auf der 2, zwischendurch aber nur kleinere Zustände. Und gehe am Ende von der 2 zur 2, das ist hier mein Endzustand, zwischendurch aber nur kleinere. Lassen Sie sich nicht verwirren, das was hier steht ist, ich gehe von der 1 zur 2, dann von der 2 zur 2 und dann von der 2 zur 2, sodass ich insgesamt von der 1 zur 2 gegangen bin. Das entspricht ja dem hier, ne? Jetzt muss ich natürlich meine Zwischenzeichen hier noch hinschreiben, das und das und dann das hier ran. Jetzt sehen Sie schon, warum ich am Anfang gesagt habe, das wird nicht lustig, weil wir das jetzt ja wieder weiter zerlegen müssten. Ja? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie weit ich das hier noch treiben soll. Vielleicht gucken wir noch mal so ein bisschen, was das bedeutet. Also nehmen wir mal das hier vorne. Von der 1 zur 2, zwischendurch nur Zustände maximal 1. Vielleicht können wir das, also Ihr Programm würde diesen Ausdruck 121, R121 nochmal zerlegen, indem es die 1 hinten durch lauter Nullen ersetzt. Und dann muss es nicht mehr nachdenken. Aber wir können ja mal gucken, ob wir das mit Nachdenken hinbekommen. Wie komme ich von der 1 zur 2, wenn ich zwischendurch auf Zuständen sein kann, die maximal bis zur 1 gehen? Ja? Mit der 0. Mit der 0, ne? Anders geht es nicht. Ich kann zwar eine Zeit lang auf der 1 sozusagen rumrödeln, aber das nützt mir ja nichts, weil ich damit ja immer nur, da ist ja keine Loop. Ja? Vereinigt mit. So, hier kann ich das gleiche nochmal hinschreiben. Vielleicht nehmen wir, ja, das ist ja zweimal derselbe Ausdruck. Ja. Wie komme ich denn von der 2 zur 2, wenn ich zwischendurch nur Ausdrücke benutzen kann, die, ja? Mit der 0, mit der 1 oder mit dem leeren Wort. Genau. Das ist ja so ein Fall, den wir eben schon mal hatten. Wie komme ich von einem Zustand zu sich selbst? Mit 0 oder 1 oder... Es hätte jetzt möglich sein können, dass es hier noch irgendeinen Weg gibt, der zwischendurch nochmal auf der 1 landet, aber nicht in diesem Automaten. Ne? Aber es ist erlaubt, weil hier hinten ja eine 1 steht. Ne? Aber hier ist es wie, genau wie Sie sagen, 0
1 und das leere Wort. Und den Clean-Stern nicht vergessen. Und hier haben wir dasselbe ja nochmal stehen. 0, 1 und das leere Wort. Klammer zu. Und jetzt sind wir, wir haben ja ein paar Shortcuts gemacht hier, aber wir sind jetzt eigentlich schon fertig, weil wir jetzt nur noch das, was hier steht, in reguläre Ausdrücke übersetzen müssen. Also ich nehme jetzt mal eine andere Farbe, weil ich jetzt übergehe zu regulären Ausdrücken. Darum schreibe ich jetzt hier auch nicht gleich hin. Na doch, ich schreibe mal gleich hin und schreibe es als reguläre Ausdrücke. Dieses hier ist ja, wird beschrieben durch den regulären Ausdruck 0. Also für diese Sprache hier kann ich einfach 0 schreiben. Dieses hier ist das gleiche, kann ich einfach 0 für schreiben. Dieses hier wird beschrieben durch den regulären Ausdruck, den könnte ich zum Beispiel so hinschreiben, 0 plus 1 plus Epsilon. Und dies hier hinten wird beschrieben, nochmal durch denselben regulären Ausdruck. Wird ein bisschen eng jetzt. Naja, ich schmier's hier noch rein. Nee, das sieht doof aus. Hier muss ich die Cola dazu schreiben. Hier den Stern. Klammer zu. Vereinigung. Also das erste, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe diese Dinger hier schon mal hingeschrieben als Sprachen, die durch reguläre Ausdrücke dargestellt werden. Und jetzt kann ich natürlich das, was dazwischen steht, an Zeichen, auch noch durch reguläre Ausdrücke ersetzen. Also hierfür können wir jetzt für das linke schreiben wir dann einfach 0. Dann schreiben wir ein Plus dazwischen. Das ist ja unsere Vereinigung hier. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt mehrere reguläre Ausdrücke hintereinander, nämlich 0. Und ja, dahinter wird jetzt gehängt, schreibe ich mal so hin, 0 plus 1 plus Epsilon. Sie verzeihen mir, dass ich jetzt mir eine Klammer spare. Ich hoffe, das ist klar, wie das gemeint ist, dieser Ausdruck hier. Der heißt 0 oder 1 oder Epsilon mit einem Stern obendran. Und dann nochmal 0 plus 1 plus Epsilon. Und dann Klammer zu. Das ist jetzt, nachdem ich die Regeln mit den Klammernsätzen so ein bisschen verbogen habe, ein regulärer Ausdruck, der unseren Automaten beschreibt. Ja? Und jetzt können wir anfangen, das Ganze noch ein bisschen zu vereinfachen. Wenn wir nämlich mal schauen, hier auf der rechten Seite, haben Sie zu Recht schon gesagt, kann man was weglassen. Zum Beispiel auf der rechten Seite steht, es muss mit einer 0 anfangen. Dann kommt irgendwas Clean-Stern-mäßiges, das heißt, das könnte auch das leere Wort sein. Und dann kommt eine Auswahl von drei Zeichen, von denen eins das leere Wort ist. Das heißt, eins von denen, die hier zugehören, ist die 0. Darum brauche ich die hier links nicht nochmal extra hinzuschreiben. Die kann ich auch weglassen. Also ein Vereinfachungsschritt wäre zu sagen, ich schreibe einfach das hin. Was ich jetzt mache, dieses Vereinfachen, muss Ihr Automat gar nicht mehr tun. Also unser Beweis ist fertig. Wir haben das Ding als regulären Ausdruck hingeschrieben. Wir machen das jetzt nur noch mal so ein bisschen, um uns klar zu machen, es gibt viele Wege, die nach Rom führen und man kann es auch ein bisschen schöner schreiben noch. Aber eigentlich sind wir fertig, ne? Und jetzt können wir nochmal argumentieren und sagen, also hier steht, es fängt mit einer 0 an, dann kommen Nullen, Einsen, so viel wir wollen und dann dahinter noch eine 0 oder eine 1 oder auch nichts mehr. Und dieses dahinter noch eine 0 oder noch eine 1 oder auch nichts mehr, das hätten wir genauso gut auch lassen können, weil das ja hier schon mit drin ist, ne? Darum können wir hierfür auch schreiben, eine 0 oder 0 plus 1 plus Epsilon Stern. So, und jetzt das Epsilon noch, das bringt uns ja auch nichts. Da steht immer mal wieder zwischendurch, dürfen wir leere Wörter einstreuen. Aber was nützt uns das, leere Wörter einzustreuen? Die tauchen ja nachher im endgültigen Wort gar nicht auf. Darum kann ich hierfür auch schreiben, 0, 0 plus 1 Stern. Und siehe da, das ist das, von dem wir uns vorher schon überlegt hatten, dass das auch rauskommen muss. Aber mit viel Arbeit zwischendurch, die, wenn es nur darum geht, zu beweisen, dass es geht, nicht nötig ist. Wir hätten an der Stelle hier aufhören können, an der hier, und sagen können, unsere Arbeit ist getan, wir haben einen regulären Ausdruck gefunden. Ja? Also nochmal, so würden Sie es natürlich von Hand nicht machen, aber Sie sollten sich zumindest davon überzeugt haben, dass das immer geht.
Damit haben wir jetzt die erste Charakterisierung von den Sprachen gefunden, die durch endliche Automaten akzeptiert werden. Das sind genau die, die man durch reguläre Ausdrücke beschreiben kann. Da kommen die also her. Und jetzt zum Schluss der Stunde noch, wie am Anfang angekündigt, wofür man reguläre Ausdrücke eigentlich inzwischen hauptsächlich in der Praxis einsetzt.